Um jedem, der noch in der Ausbildung steckt und mit transzendentaler Meditation beginnen möchte, diese Chance auch zu geben. And it's a lot of, you know, trying to raise money to give meditation to any student who wants it. Wie viel Geld haben Sie denn bisher gesammelt? I don't know, but ich weiß es nicht genau, aber so um die 5 bis 6 Millionen Dollar. Das Ziel für dieses Jahr sind 25 Millionen Dollar. Mr. Lynch, Sie geben zu verstehen, dass die transzendentale Meditation, wie das Kino bzw. die Kunst generell, für Sie auch eine Plattform ist, über die man, wie Sie sagen, andere neue Welten betreten kann. Welches sind denn Ihre Einsichten daraus, beziehungsweise wie hat sich im Laufe der Jahre Ihr Blick auf den Menschen verändert durch transzendentale Meditation? On the surface, they say we're very, you know, different one from another. Oberflächlich betrachtet sind wir alle sehr unterschiedlich, aber im Kern sind wir alle gleich. Also rein äußerlich sind wir sehr viele Menschen, aber an der Wurzel ein einziger. Ich mache Filme über diesen einen Menschen, der in uns allen ist. Wir sind uns viel ähnlicher, als wir glauben. Aber dass dann jeder mit seinem Beharren auf Individualität doch ein bisschen anders ist, merke ich bei den Vorführungen. Jede Vorführung ist anders, je nach der Zusammensetzung des Publikums. Es hängt von den jeweiligen Zuschauern ab und jeder Zuschauer nimmt von demselben Film etwas anderes wahr. Sie erzählen ja gerne Geschichten von Menschen, wie jetzt auch in Inland Empire, Ihrem neuen Film, von Menschen, die ausziehen, um das Fürchten zu lernen. Dabei ist nie auszuschließen, dass diese Reisen im Kopf stattfinden, in der Fantasie. Ihre Filme sind also so gesehen auch verlässlich Metaphern für die Illusion des Kinos selbst. Interessant wird es, wenn sich Ihre Fantasien so ins wirkliche Leben hinüber transformieren. Sie saßen Ende letzten Jahres sozusagen als lebende Skulptur für ein paar Tage auf einem Gartenstuhl in Los Angeles an der Kreuzung Hollywood Boulevard, La Brea Avenue, und hatten neben sich ein Plakat aufgestellt, auf dem sie Laura Dern, die Hauptdarstellerin aus ihrem neuen Film Inland Empire, für einen Oscar vorschlugen. Außerdem stand unterhalb dieses Aufrufs noch eine Kuh neben ihnen, eine lebendige Kuh. Das Ganze also eine surreale Inszenierung, ein Realität gewordenes Lynch-Traumbild, zu dem sie später erklärten, die Menschen würden Kühe mögen, deswegen hätten Sie dieses Tier als Werbeträger gewählt? Geholfen hat es nichts. Laura Dern hat keinen Oscar gewonnen, obwohl sie großartig ist in Inland Empire. Was aber ist aus der Kuh geworden? Well, the cow was named Georgia, and die Kuh hieß Georgia und sie liebt Menschenaufläufe. Sie ist inzwischen wieder zurück bei ihrem Bauern. Sie hatte zuvor auch in ein paar Werbefilmen gespielt. Sie kannte sich aus. Georgia was kind of used to being out and about. Sie haben relativ lange an Ihrem neuen Film Inland Empire gearbeitet und Sie haben das erste Mal nicht auf Zelluloid gedreht, sondern mit einer digitalen Kamera inszeniert. Sie haben danach auch in Interviews gesagt, Sie würden nie wieder einen Film auf Zelluloid drehen. Sie hätten ein neues Zeitalter betreten. Was ist so viel besser an digitalen Aufnahmen? For me, digital is so much better. So much better. Für mich ist das digitale Arbeiten so viel besser, dass ich tatsächlich nie mehr zu Zelluloid zurückkehren werde. Diese Technik ist wie ein Dinosaurier, der langsam im Boden versinkt. Diese überkommene Technik ist schwer und langsam. Dann, der entwickelte Film wird irgendwann alt, er bricht, er wird schmutzig, verkratzt. Ein Haar tanzt im Projektionsfenster. Eine frische Kopie kann wunderbar sein, aber nachdem sie ein paar Mal abgespielt wurde, verursacht sie eigentlich nur Kopfschmerzen. Das digitale Arbeiten mit der sofortigen Kontrolle der Bilder ist da viel reicher, bietet ganz andere Möglichkeiten. Auch das Arbeiten mit digitalem Ton bedeutet einen ungeheuren Fortschritt. Man hat eine ganz andere Kontrolle während der Arbeit, beim Ton wie bei den Bildern. The amount of control you have over sound, same way will happen in the picture. Glauben Sie denn überhaupt an eine Zukunft des Kinos oder wird das Medium Film in Zukunft ohne Kinos auskommen? Also werden sich die Menschen mit den ungeheuren neuen technischen Möglichkeiten zu Hause die Bilder so groß und perfekt an die Wand werfen können, wie das im Moment noch in den Kinos geschieht, und man braucht eben keine Kinos mehr. Wie wird das Ihrer Ansicht nach weitergehen? I heard, I think this morning on CNN,
Somebody was saying downloading films on the telephone. Ich habe heute Morgen gehört, ich glaube, es war auf CNN, dass man demnächst ganze Filme aufs Handy herunterladen kann. Also wenn man Lust hat, Filme in Briefmarkengröße anzuschauen, okay. Die Menschen werden dann natürlich glauben, sie hätten die Filme tatsächlich gesehen, wenn sie sie auf ihren Mobiltelefonen angucken. Aber sie werden sie nicht wirklich gesehen haben. Ich hoffe, das große Bild, der Sound, der dunkle Raum, in dem man sitzt, all das wird für immer bleiben. Es ist ja sonst irrwitzig. All diese Details, an denen ich wie ein Besessener arbeite. Das Licht, die Töne, dieses Gesamtkunstwerk, das auf allen Ebenen Perfektion voraussetzt. Ich kriege Kopfweh, wenn ich daran denke, dass Menschen meine Filme demnächst auf dem Handy anschauen werden. Aber leider wird es so kommen. Und das wohl ziemlich schnell. But unfortunately, that is coming and coming fast. Sie hören NDR Kultur. In der Reihe Das Gespräch war heute der amerikanische Filmemacher David Lynch zu Gast, dessen neuer Film Inland Empire läuft zurzeit in den deutschen Kinos.